Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Und zwar heute ganz kurz eigentlich auch wieder. Naja, kurz in Anführungszeichen. Gestern das Tiervideo hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, heute schaue ich mir auch wieder ein Tiervideo bei denen an. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich habe mich nämlich schon eins rausgesucht und der Anfang ist schon der Brüller. Ach, das ist der Wahnsinn. Das werden wir nachher anschauen. Und heute steht eigentlich nicht so viel an, außer Let's Play, Let's Play, Let's Play, Let's Play, Let's Play. Und wenn ich es schaffe, möchte ich heute um 12 bis 3 streamen. Das nehme ich mir eigentlich schon seit Tagen vor und irgendwie kriege ich es nicht hin. Was ist momentan noch so Thema der Dinge, ist unser Urlaub. Ich weiß noch nicht so genau, wo wir dieses Jahr in Urlaub hinfahren. Letztes Jahr war Urlaub auf Balkonien, also sprich draußen im Garten, um genauer zu sein. War schön, weil wir letztes Jahr einen sehr guten Sommer hatten, aber man weiß ja nie, wie dieser Sommer auch, ob dieser Sommer auch so gut wird. Und wir würden natürlich total gern mal wieder Urlaub machen, also irgendwo auswärts. Und am liebsten am Meer. Und natürlich nicht zu teuer. Ist alles nicht so einfach. Also, ja, dann haben wir natürlich auch noch das Problem Hund. Was machen wir mit unseren zwei Stinkern? Keine Ahnung, wissen wir alle noch nicht so genau. Eigentlich mit, ist ja ein Familienmitglied, also sollen die eigentlich auch mitkommen. Und das Blöde ist halt nur, dass man entweder den Hund nicht mit ins Hotel oder wo auch immer mit reinnehmen darf oder, was auch oft die Situation ist, Hund darf nicht an den Strand. Also sehr, sehr, sehr schwierig, das Ganze irgendwie vernünftig zu gestalten. Momentan sind wir am Überlegen, ob wir uns einen Camper kaufen, also einen Wohnwagen, und mit denen in den Urlaub fahren. Also wir haben momentan im Auge Ungarn oder Italien, vielleicht auch Kroatien, was halt so, keine Ahnung, in einer Nacht zu fahren ist. Also nicht jetzt dann, keine Ahnung, wo man dann zwei Tage hinfährt, zum Beispiel Spanien. Wäre natürlich auch total schön und ist ja auch sehr hundefreundlich, aber ist halt dann doch schon ein ganz schön Stück zu fahren. Wir wissen es noch nicht. Das mit dem Camper ist auch noch nicht sicher, ob wir das wirklich machen. Keine Ahnung. Ist auch nicht so günstig. Ja, wir haben dann gedacht, so, wenn wir einen Wohnwagen, dann müssen wir nur so wenig für einen Stellplatz zahlen. Für die Hunde ist es sehr praktisch, weil den Wohnwagen kennen die dann. Das Schöne ist natürlich am Wohnwagen dann auch, wenn man dann mal ein langes Wochenende hat oder zum Beispiel demnächst steht ja auch Gamescom an. Das kostet ja dann auch wieder Geld für ein Hotel. Und da haben wir gedacht, ja, vielleicht mit dem Wohnwagen haben wir den Vorteil, dass wir nur eine geringe Stellgebühr bezahlen müssen pro Tag. Und das ist aber gar nicht so der Fall. Und zwar zum Beispiel Köln kostet jetzt die Stellgebühr, Köln Stadt kostet dann, ich weiß jetzt nicht, knapp auch 30 oder 25 Euro pro Tag. Das kann man schon in so einem billigen Apartment hinkriegen. Oder jetzt auch Urlaub, ne? Also Italien, was war das? Auch 35 Euro pro Nacht. Da kann man sich schon ein Bungalow mieten oder ein Apartment für 35 Euro. Also das ist, alles nicht so einfach. Also pro Nacht jetzt, nicht für zwei Wochen, sondern pro Nacht. Und Ungarn ist momentan wahrscheinlich das günstigste. Nur waren wir da schon dreimal oder viermal und wir wollten eigentlich ans Meer. Und Ungarn ist nicht das Meer, ja. Also auch nicht so optimal. Da ist es ein bisschen billiger, aber auch nicht viel billiger. Und jetzt wissen wir halt nicht so genau, was wir machen. Ob wir jetzt sagen, okay, nee, kein Camper, dann machen wir lieber einen vernünftigen Urlaub. Dann ist aber halt die Frage, ja, da müssen wir halt dann ein Hotel mieten. Nee, ist ja alles nicht so einfach. Aber ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden und mal schauen. Auf jeden Fall wird es dann Vlogs von unserem Urlaub geben. Klar, ne, der Daily Vlog bleibt weiterhin bestehen. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Ja. Schauen wir mal. Also günstige Hänger gibt es schon. Ja, also auch gute Hänger, die uns auch gefallen. Also das wäre jetzt nicht so das Problem, aber es ist halt eine Kosten-Nutzen-Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, einen Hänger zu kaufen. Tja, mal schauen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt ein Video an. Hier sind wir bei unserem wunderschönen, witzigen Video des Tages, das mich heute wahrscheinlich aufmuntern wird, und zwar süße und lustige Tiere. 2018, lustige Tiere zum Totlachen, Vol. 5. Wieder von Maximum Funny Dutube, wo wir gestern schon geguckt hatten. Und ja, war cool, ne? War lustig gewesen gestern. Also auch Xirin kannte von den Videos, von diesen Clips, nix.
So, jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Let's go. Okay, das ist mein Schaf, der Spaß hat. Was zur Hölle ist mit diesem Schaf los? Und die anderen, help! Oh. Katze süß. Was ist das? Ist das ein Hund? Oh mein Gott! Wow, der geht ja voll ab hier! You can't touch this. Im Hintergrund. You can't touch this. Ich hab gar nichts gemacht! Oh, wow. Dream Team. Also, ich bin leer. Ah, den kenne ich sogar schon. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ausnahmsweise mal. Aber voll geil. Nein, der Hund spielt mit der Katze. Schlecht. Ja gut. Vielleicht jetzt nicht das richtige Trainingsmittel, ne? Wiegt ja nix, aber. Nicht zu unterschätzen. Die oder der hat einen guten Lauf. Das nenne ich jetzt mal ein Üb. Okay. Shut up. Where's the catnip? Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Okay, das sehen wir nochmal, aber nicht schlecht. Ach, die Scheiße. Katze, die freiwillig badet, nicht schlecht. Der Frosch reitet auf der Schlange. Wieso nicht? Oh, der Arme. Hä? Ist ein Laufband? Was macht die Katze? Na, die ich glaube, die versucht einfach nur wegzulaufen. Ist ja krass. Beim Klettern eingeschlafen. Mei. Nur wenn es bequem ist, ne? Hey, zurück mit dir! Komm zurück! Ja, krass. Krass, dass die das checken. Das ist ja süß. Oh, das ist ja goldig. Oh, das ist goldig. Und noch so was Goldiges. Oh mein Gott! Oh, jetzt macht's gleich Plumps. Was ist mit dem Fell los?
süß. Ganz du? Wow! Ein bisschen Yoga am Morgen, ne? Ja. So, jetzt suchen wir mal Essen. Ja, das ist kein Hindernis für so eine Katze. Zack! Und draußen! Es gibt keinen Platz, wo eine Katze nicht hinpasst. Und dann such mal die Katze. Wo ist meine Katze, verdammt, im Schrank? Ja gut. Ja, wenn da oben ihr Haus. Sie ist ja lebensmüde, was macht sie denn da? Oh nein! Papa Americano. Ja gut, kann man machen, ne? Geschützt ist der Hund auf jeden Fall. Ach süß. Aber ein Hund will doch laufen und nicht in so einer Box drin sitzen. Bei der Bahn? Ja, zum Schreien, oder? Nee! Ja, krass. Okay. Was sagt die Zimmer was? Und sie auch. Süß. Wow. Und tschüss. Oh, krass! Nimm mir nicht mein Essen weg. Sonst gibt's einen mit der Watschen. Ja, das kenne ich sogar. Aber ob das jetzt genau die Katzen sind, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie das gerne machen. So. Warum, weiß ich nicht. Aber. Are you stuck? Schöner Spieltrieb. Come here. What's going on? What happened? Was? Come here. Oh, helft ihm doch! What's going on, bud? Stella, you wanna go... Bang! Boah! Voll die Killer... voll der Killerhund. Ja, krass. Scheint das nicht zum ersten Mal zu machen. Oh, wie fett ist die denn? Schau, wie kann man da drauf stolz sein? Die ist voll fett! Das Ding wurde fett gefüllt! Alter. Was ist denn da? Die hat Angst vor den Blumen, oder was? Ja, krass. Oh, Hühner. I love Hühner. Was? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also da muss ich vielleicht mal ganz kurz Pause drücken. Ich weiß, dass Hühner alles Mögliche aufnehmen, ja. Also solange es in der richtigen Größe ist. Aber Katzen habe ich auch noch nicht gesehen. Also Hühner sind da sehr krass. Also ich weiß auch andersrum, ne? Also ich hatte schon sehr viele Hühnerküken aufgepäppelt und die sind dann auch richtig vernarrt auf einen. Also die weichen dir nicht von der Seite, wenn man so solche Küken aufzieht per Hand, weil sie wirklich halt denken, du bist die Mama oder der Papa oder was auch immer. Aber so rum kenne ich das noch nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also mit Katzen. Ist ja krass. Ja, da gucken die Hühner. Oh, ich bin ja gespannt, was unsere Hunde machen. Du bist sneaky? Wenn wir so ein Babychen haben. So ein Krabbelvieh. Wo unsere Hunde dann auch so abgehen und sich so komisch verhalten. Ach, Scheiße. Boah!
Wenn der jetzt anfängt zu putzen, dann fress ich den Mob. Danach, nicht davor. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. Schönes Wochenende. Dankeschön. Es war noch nicht ganz, aber eine coole Idee. Ja, nice. Schönes Video auf jeden Fall. Sehr, sehr lustig und amüsant und aufmunternd. Hat mir sehr gut gefallen. Jo, würde ich sagen, switchen wir. Ja. Schönes Video. Hat mir gefallen. Hat mich glücklich gemacht. Und ich werde jetzt mich an meine Arbeit machen. Und zwar mache ich heute mein neues Projekt weiter, was noch gar nicht online gekommen ist. Ist vor kurzem das Spiel erst rausgekommen. Und ich freue mich schon. Ich will das Spiel eigentlich fertig haben, bevor ich es online bringe, also bevor ich die erste Folge bringe. Und so viel habe ich bei diesem Projekt noch nicht. So viel habe ich nicht mehr bei diesem Projekt. Also ich müsste eigentlich bald fertig sein. Und und dann lasse ich das nach und nach online gehen. Und heute Mittag möchte ich eigentlich streamen in etwa 3 Stunden, 3,5. Ich freue mich drauf. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ciao, ciao.